Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu meinem Social Media Update Informationsvideo. Schön, dass ihr auch wieder bei diesem Video eingeschaltet habt. Die Leute, die mein 10-Jahres-Special schon gesehen haben, wissen, was jetzt folgt. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, werde ich es gleich nochmal erklären, aber ihr habt es wahrscheinlich schon oben im Titel gelesen. Und zwar habe ich ab sofort einen Instagram und auch einen TikTok-Kanal. Den könnt ihr natürlich ab sofort gerne folgen. Guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung rein und da könnt ihr dann im Grunde meine Instagram-Seite als auch meinen TikTok-Kanal ab sofort gerne folgen. Und falls da natürlich den Content kommt, könnt ihr natürlich auch diesen gerne liken und gerne kommentieren. Würde mich da sehr gerne über Feedback freuen. Ihr werdet sehen, dass beide Kanäle flui-yt heißen, also unterstrich-yt, die Abkürzung für YouTube. Für die Leute, die fragen, Flui, hattest du nicht einfach irgendwelche besseren Einfälle als so einen unkreativen Namen? Ja, ich wollte tatsächlich nur Flui heißen auf Instagram als auch auf TikTok. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob es da schon Kanäle gibt, die einfach nur Flui heißen. Oder ob das für Instagram und TikTok einfach zu kurz sind, 5 Buchstaben. Auf jeden Fall haben beide Seiten gesagt, nein, Flui, darfst du nicht. Du darfst nicht nur Flui heißen, sondern du musst Flui... heißen. Ja, ist natürlich ein bisschen doof. Ich hatte erst überlegt, Flui0392, wie mein YouTube-Kanal ja früher hieß. Aber das fand ich jetzt nicht so cool. Und deswegen habe ich mich dann für eine unkreative Lösung entschieden. Flui-YT, also unterstrich YouTube, ja. Unspektakulär, aber ja, was sollte ich für einen Namen nehmen? Wie gesagt, die Zahlen fand ich so ein bisschen unspektakulär und deswegen YT. Ja, ebenfalls wird es noch ein weiteres Update geben und zwar hatte ich ja bislang eine Facebook-Fanpage, die wird es ab sofort nicht mehr geben. Seit dem 3. März 2023 könnt ihr diese Seite nicht mehr besuchen. Das heißt, falls ihr unten in der Videobeschreibung gucken solltet und da den Facebook-Link finden solltet und ihr draufklickt, werdet ihr sehen, dass diese Seite nun nicht mehr existieren wird. Doch was habe ich jetzt überhaupt auf Instagram als auch auf TikTok vor? Auf Instagram erstmal, da habe ich vor, auch private Sachen zu posten, so ein bisschen wie wir das auch schon so ein bisschen bei Twitter machen, dass ich vor allen Dingen natürlich auch viel über YouTube poste, da auch ein paar Informationen rund um meinen YouTube-Kanal poste, aber natürlich auch ein paar private Sachen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt aktuell auf meinen Instagram-Kanal vorbeiguckt, werdet ihr auch schon 3 Beiträge von mir sehen können. Das erste ist so, ja, herzlich willkommen, ich bin der Flui. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen Instagram aus. Und der zweite Post ist von mir. Ich war nämlich am Freitag und zwar in der MDC Arena in Magdeburg beim Zweitligaspiel 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Da habe ich ein paar Videos und Bilder gemacht. Könnt ihr mal gerne vorbeigucken. Und am Sonntag war ich in Wolfsburg in der Volkswagen Arena beim Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Was ich da so erlebt habe und gesehen habe, könnt ihr ebenfalls euch mal die ganzen Bilder gerne mal angucken. Auf TikTok werdet ihr aktuell aber noch nichts finden. Das liegt daran, dass mein erstes TikTok-Video erst am Mittwoch kommt. Das heißt, nächste Woche Mittwoch werdet ihr im Grunde genommen auf TikTok mein allererstes TikTok finden. Hierbei ist ganz wichtig zu erwähnen, dass die TikTok-Videos parallel auch auf YouTube erscheinen werden. Das heißt, wenn ich ein TikTok-Video hochlade, werde ich auch parallel dieses Video dann auf YouTube hochladen. Ganz wichtig ist aber dabei zu erwähnen, dass bei TikTok im Grunde genommen die Copyright-Music dabei sein wird. Bei YouTube wird sie natürlich ohne Copyright-Music sein. Das heißt, ich werde da irgendeinen Song dahinter klatschen. Ich weiß noch nicht mal welchen. Aber auf jeden Fall wird es so sein, dass bei TikTok ich Copyright-Music verwenden werde. Und auf YouTube werde ich keine Copyright-Music verwenden, dadurch, dass ich halt Copyright-Music auf YouTube halt nicht verwenden darf, dadurch, dass mein Video dann gesperrt werden wird. Das heißt, ihr werdet in Zukunft tatsächlich so ungefähr jeden Mittwoch, je nachdem auch, was ich so für die Ideen habe, wird es im Grunde genommen auf YouTube bei dem Reiter YouTube Shorts, jetzt YouTube Shorts Videos geben, aber diese Videos wird es dann halt ebenfalls auf TikTok geben. Entscheidet selbst, was ihr, wo ihr es denn gerne gucken wollt, ob ihr sagt, ich gucke mir lieber das TikTok an oder sagt ihr, nee, ich finde YouTube eher besser, deswegen gucke ich es bei YouTube Shorts an. Ich habe ein paar nämlich Ideen,
für die Leute, die sich fragen, ja, warum macht der Typ jetzt überhaupt TikTok? Ich habe ein paar coole Ideen für einige Sword Art Online Videos. Das Problem ist nur, dass die eher, ja, zu kurz sind, um ein komplettes YouTube-Video daraus zu machen. Und deswegen dachte ich mir, okay, da kannst du es nochmal ein bisschen genauer zusammenkürzen und kannst daraus dann einige TikToks bzw. YouTube-Shorts-Videos machen. Fand ich so ein bisschen als bessere Idee, als dann irgendwelche coolen Ideen, die ich habe, einfach zu verwerfen, sondern einfach daraus dann ein YouTube-Shorts-Video bzw. ein TikTok-Video zu machen. Natürlich, falls ihr mit euch mit TikTok und Instagram sehr gut auskennt und ihr habt da irgendwelche Ideen, wie ich mich auf jeden Fall verbessern kann, gerade im Video-Editing oder natürlich auch bei Instagram, wie man da so ein bisschen agieren könnte. Ich meine, ich gehe mittlerweile auf die 30 zu. Ich nutze jetzt Instagram und TikTok so größtenteils jetzt zum ersten Mal richtig. Deswegen bin ich da so ein bisschen natürlich Neuanfänger. Falls ihr da selber so ein bisschen, ja, positive Erfahrung habt oder wisst, wie das Game so ein bisschen abläuft, könnt ihr mir gerne mal unten in die Videobeschreibung oder natürlich gerne bei Instagram oder TikTok in die DMs sliden und mich dann gerne anschreiben und mir dann ein paar Feedbacks geben. Natürlich könnt ihr mir auch weiterhin auf Instagram natürlich gerne auch DMs schreiben. Das heißt, falls ihr irgendwelche persönlichen Sachen habt, wo ihr sagt, hey, ich möchte mal gerne mit dem Flui quatschen, habe aber zum Beispiel kein Twitter, habe zum Beispiel kein Discord, dann könnt ihr dann gerne bei mir auf Instagram vorbeigucken und mir da gerne auch eine Nachricht schreiben, entweder privat über diese DMs oder natürlich auch über den Kommentarbereich. Ja, wie ich schon gerade eben sagte, Twitter und Discord wird es weiterhin geben. Ich habe einen Discord-Server, für die Leute, die es nicht wissen. Da gibt es immer die neuesten News rund um Sword Art Online. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung, sollte der Link irgendwann abgelaufen sein. Ich habe auch einen eigenen Discord-Kanal oder einen eigenen Discord-Namen. Den könnt ihr ebenfalls in meiner YouTube-Kanal-Info finden. Und da könnt ihr mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken und ich leite euch dann weiter zu dem Discord-Kanal. Ja, wie gesagt, ab sofort also jetzt Discord, Twitter, Instagram und TikTok jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal. Würde mich gerne freuen, wenn ihr mich überall da gerne folgen würdet und mir natürlich dann auch konstruktives Feedback geben würdet. Wie gesagt, TikTok ab sofort wird es dann nächste Woche Mittwoch das erste TikTok geben, sowohl auf meinem TikTok-Kanal als auch auf meinem YouTube-Shorts. Videokanal. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich dann auf Instagram oder TikTok wieder. Bis dahin und ciao, euer Flui.